Ja, ich freue mich, mitzuwirken an dieser Idee, Philosophen, die zu Bamberg eine Beziehung haben, darzustellen. Ich selber bin einige Male in Bamberg gewesen, zu Vorträgen und zweimal auch zu den Hegeltagen. Und zwar das erste Mal war es 1997 mit Karl Otto Apel. Und es ist mir eine Freude, an diesen bedeutenden Philosophen zu erinnern, der 2017 95-jährig gestorben ist. Karl Otto Apel war einer der interessantesten Philosophen der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland, unter anderem deswegen, weil er eben nicht den Mainstream folgte. Es gibt ja genügend Opportunisten in der Philosophie, die ihr Mäntelchen nach dem Winde hängen und das sagen, von dem sie glauben, dass es bei dem Publikum besonders gut ankommt. Das war Apels Sache nie. Er sagte mir einmal, er könne diejenigen nicht ertragen, die etwa sagen, eine Idee sei heute nicht mehr möglich, ohne ein Argument dafür zu nennen. Er begann zwar durchaus am Anfang seines Denkweges mit Kielwasser Martin Heideggers, aber er setzte sich immer mehr mit der analytischen Philosophie auseinander und kam dann zu dem Ergebnis, dass weder Heidegger noch Wittgenstein eine Grundlage für die Ethik abgeben würden. Apels Grundanliegen war es, eine Form der Rationalität wieder stark zu machen, die es möglich machen würde, auch der Ethik eine rationale Begründung zu geben. Und das war nach ihm nur möglich, weil er dachte, dass letztlich wir schon in unserer theoretischen Einstellung zur Welt eine intersubjektive Dimension mit anerkennen. Das heißt, die Subjekt-Objekt-Beziehung ist nach Apel immer schon eingebunden in die Co-Subjekt-Co-Subjekt-Beziehung. Und in diesem Zusammenhang entwickelt Apel seine berühmte Theorie der Letztbegründung, also der Tatsache, dass nach ihm wir letztlich immer schon bestimmte Prinzipien der theoretischen wie der praktischen Philosophie voraussetzen. Es ist in der Tat so, dass wir bei der Erfassung letzter Prinzipien einen Zirkel begehen. Wer etwa den Satz vom Widerspruch beweisen möchte, setzt ihn in der Tat immer schon voraus. Denn nur wenn wir den Satz des Widerspruchs voraussetzen, können wir etwa sagen, dass er ausschließt die Negation des Satzes vom Widerspruch und dass wir deswegen diese nicht zugleich für wahr halten können. Aber Apels Argument ist, wir setzen das nicht voraus auf der Ebene eines Axiomes, von dem wir dann den logischen Satz ableiten, sondern wir präsupponieren es. Es ist die Hintergrundannahme, die es uns allein möglich macht, rational zu argumentieren. Und das ist das Entscheidende, die Letztbegründungsformel besagt nicht nur, dass Prinzipien als Letztbegründet zu gelten haben, die man gar nicht beweisen kann, ohne sie zu präsupponieren, sondern auch, die man gar nicht bestreiten kann, ohne sie zu präsupponieren. Auch derjenige, der den Satz vom Widerspruch bestreitet, setzt ihn voraus, weil er nur dann etwas bestreiten kann, wenn zwei einander ausschließende Sätze nicht den gleichen Wahrheitswert haben können. Das ist also die Idee von Apel, die dann ausgeführt wird, meines Erachtens in einer problematischeren Weise, zur Begründung auch eines Universalisierungsprinzips in der Ethik. Ethische Prinzipien können nur dann ernst genommen werden, wenn im Prinzip sie von allen anderen anerkannt werden können. Apel hat sich dann auch sehr beschäftigt mit der Entwicklung des ethischen Bewusstseins in der Geschichte und hat versucht zu zeigen, wie es eine allmähliche Entwicklung zu einer universalistischen Ethik gekommen ist, die nach ihm in Kant ihren bedeutendsten Ausdruck erhalten hat, auch wenn Kant noch dem methodischen Solipsismus verhaftet sei, der sich aus dem Unterschätzen der intersubjektiven Einbettung der subjektiven Denkens ergebe. Und ich hatte das enorme Glück, einen anderen Lehrer zu haben, der Wandschneider, der 2012 auch hier in Bamberg gesprochen hat, der es sich zum zur Lebensaufgabe gemacht hatte, eine zeitgenössische Naturphilosophie im Geiste des objektiven Idealismus auszumachen. Das heißt, die Natur ist danach notwendig auf das Hervorbringen des Geistes angelegt. Und deswegen ist ihre Erkennbarkeit aus metaphysischen Gründen garantiert und es können wahrheitsfähige Wesen aus der Evolution der Natur hervorgehen. Damit sind zwei wichtige Einflüsse meiner eigenen
Entwicklung benannt. Ich selber war nicht nur 1997 mit Apple an den Bamberger Hegeltagen, sondern kehrte auch 2011 wieder. Da ging es um das Verhältnis von Moral und Politik.